Hallo zusammen. Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, eine kurze Zusammenfassung meines Lebens für die letzten paar Wochen. Denn ich habe es irgendwie geschafft, mir die Bandscheibe aus dem Rücken zu hauen. Das heißt, ich hatte sehr viel Zeit und konnte damit absolut nichts Produktives anfangen. Weil für mich die letzten Wochen aus einer gesunden Mischung aus Schmerz, lustigen Übungen, Rumgeliege und Netflix bestanden haben. Allerdings hatte ich dadurch Zeit, ein paar Serien nachzuholen, die bisher auf dem Backburner gelegen haben bei mir. Und wo wir gerade beim Thema sind, She-Ra war genauso gay wie versprochen, die erste Hälfte von Legend of Korra ist immer noch Abfall und die deutsche Synchro von Overlord hatte ein Gasleck im Aufnahmeraum. Ihr habt wohl Talg in der Hörrinne! Ich weiß nicht, was hier falsch gelaufen ist. Wer zum Geier sieht diesen Knochentypen und denkt sich, ja, um den zu vertonen, nehmen wir Kermit den Frosch, der klingen soll wie ein Teenager aus den 90ern, der unheimlich cool klingen will, aber nicht Fuck sagen darf. Ich glaube, wir sollten zum Thema kommen, bevor ich noch mehr Blödsinn rede. In Overlord gibt es eine Szene, in der ein Nekromant sich in einem Friedhof häuslich einrichtet und dort eine Armee der Untoten beschwört. Das Ganze endet mit Waifus und untoten Drachen, also sollte ich mich nicht wirklich beschweren. Aber ich habe da eine klitzekleine Frage. Warum gibt es einen Friedhof mitten in der Stadt, wenn Leute wissen, dass Nekromantie und Untote existieren? Und bevor mir jemand vorwirft, dass ich mir zu viele Gedanken mache, der Friedhof wird rund um die Uhr von der Stadtwache bewacht und hat eine riesige Mauer als Grenze umzu. Eben weil die Leute ganz genau wissen, dass eine Armee von Untoten aus dem Friedhof marschieren wird, wenn Billy Boneboy einen langweiligen Nachmittag hat. Also warum ist der Friedhof mitten in der Stadt? Oder noch besser, warum gibt es überhaupt einen Friedhof? Nur um klarzustellen, wovon ich hier genau rede. Ich rede nicht von vergessenen Hügelgräbern oder alten Grabstätten, in denen Untote halt einfach rumlaufen. Ich rede speziell davon, dass jemand bei der Planung der Stadt einen stetig wachsenden Vorrat an Leichen mitten in die Stadt packen will, obwohl jeder weiß, dass Untote und Nekromanten existieren. Ich meine, wir packen Atommüll in leere Salzwerke, die kilometerweit von jeder Stadt entfernt sind, und Leute regen sich trotzdem drüber auf. Eben weil bekannt ist, dass Strahlung gefährlich ist und dass der Atommüll trotzdem noch strahlt, auch wenn er in einem relativ sicheren Bergwerk irgendwo rumliegt. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass Friedhöfe keinen Sinn machen, wenn es Nekromanten und Untote gibt, weil sie eine unnötige Gefahr sind. Gott, ich drehe mich hier im Kreis. Kreative Lösung, go! Einige von euch mögen jetzt sagen, dass ich das Ganze einfach wieder überdenke. Und die Antwort darauf ist natürlich, fuck you, du bist nicht mein Therapeut. Und außerdem ja. Overlord ist ein Isekai, der in einer relativ generischen Fantasy-Welt spielt. Also macht es Sinn, einfach das europäische Mittelalter zu nehmen, da Elfen und Untote reinzupacken und zu sagen, wir sind fertig mit dem Worldbuilding. Aber wenn ihr selber eine Welt baut, ist es zwar okay, einen generischen Platzhalter zu haben für Begräbnisrituale, aber wenn man etwas kreativer werden will, kann man hier recht interessante Dinge machen. Und ich wollte euch eben drei Varianten zeigen, wie man Friedhöfe durch interessantere Varianten ersetzen kann. Das Ende von Game of Thrones war ein absolutes Desaster. Aber sie haben in der Serie durchgängig eine Sache richtig gemacht. Im Norden gibt es dieses blaue Männchen, das die Toten wieder auferstehen lässt. Also verbrennen wir unsere Toten. Und das ist die einfachste Variante, um die Gefahr von Untoten in einem Setting zu umgehen. Man verbrennt einfach die Leichen. Weil so kann man problemlos die Asche in eine Urne packen und hat immer noch eine Gedenkstätte, aber Nekromanten haben kein Material mehr, um Untote herzustellen. Natürlich kann man, anstatt die Leichen zu verbrennen, sie auch anders unbrauchbar machen. Man benutzt Säure, zertrümmert die Knochen oder was auch immer, aber Feuer ist hier die eleganteste Lösung, wie so oft im Leben. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Vampire nicht existieren. Zumindest nicht offiziell. Aber rumänische Bauern sahen das im Mittelalter etwas anders. Und darum haben sie gewisse Vorkehrungen getroffen. Immer wenn sie vermutet haben, dass jemand als Vampir wiederkommen könnte, haben sie ihn speziell beerdigt. Ein paar der interessanteren Beispiele sind hier, dass die Leichen auf dem Bauch liegend beerdigt wurden, damit sie nicht wissen, wo sie hingraben müssen.
Einige Leichen wurden in den Sarg gefehlt, damit sie sich nicht bewegen können. Andere wurden aus demselben Grund gefesselt. Und wieder andere hatten einen großen Stein im Mund, damit sie niemanden beißen können. Und wenn rumänische Bauern das in der echten Welt machen können, sollten das eure Fantasy-Bauern auch machen können, wenn sie wissen, dass Vampire und Untote wirklich existieren. Und zwar nicht nur mit irgendwelchen Stöckern und Steinen, sondern mit echter weißer Magie, die die Untoten am Bewegen hindert. Das heißt, ja, ein Nekromant kann zwar auf den Friedhof kommen und eure Toten wieder erwecken, aber die werden sich nicht aus den Gräbern erheben, weil sie da festgebunden sind. Nicht die eleganteste Lösung, das wäre wie gesagt Feuer, aber wenn man die Skelette unbedingt im Ganzen lassen möchte, ist das eine gute zweite Option. Der einfachste Weg, um einen Nekromanten davon abzuhalten, deine Freunde und Familie in Zombies zu verwandeln, ist es einfach selbst zu tun. Das heißt, bei dieser Variante gibt es keine Friedhöfe, weil die Toten präpariert werden und dann harte Arbeit machen, die die Lebenden nicht machen wollen. Das funktioniert dann besonders gut, wenn die Religion sowieso ein bisschen auf den Tod fixiert ist und das Sterben weniger als einen Trauerfall und mehr als einen Aufstieg in die nächste Welt sieht, wobei die Körper als mehr oder weniger Abfall zurückgelassen werden. Und das wäre im Grunde schon die ganze Variante. Ich weiß, es ist nichts Großartiges, aber ich wollte es nur erwähnen, weil ich bisher in keinem Setting gesehen habe, dass Untote wirklich effektiv für irgendwas eingesetzt werden, außer als die typischen Fußsoldaten von Bösewichten. Aber egal, ich habe es geschafft, unter dem Einfluss von deutlich zu viel Nachdenken und Schmerztabletten ein halbwegs funktionales Video zu schreiben und dann im Bett liegend zu vertonen. Yay me. Und das ist hoffentlich das erste Video in einem langen, langen Zyklus von regelmäßigen Uploads und die Götter mögen meiner Seele gnädig sein, wenn ich diesen Scheiß durchhalte bis Ende des Jahres. Jesus fucking Christ.